Ladies and gentlemen, it's Jubilee time. Congratulations to 50 episodes of Falling the Press. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Voll. Hallo und herzlich willkommen zu unserer großen, bunten, tollen Jubiläumsausgabe von Voll in die Presse, dem wieder auf Quarantänemodus umgestiegenen Medien- und Pressepodcast. Ja, die Pandemie greift um sich, Omikron rollt oder die Wand schiebt sich durch die Republik und wir sitzen brav zu Hause in der Isolation, den Beef sehe ich im altbekannten Beef Lodge oder Beef Hole, wie auch immer wir das nennen wollen. Den Summer kann man hier auf dem kleinen Bildschirm ausmachen in der Küche seines Sportstudios. Und der gute Herr Ferrari sitzt natürlich standesgemäß im Arbeitszimmer seines Nachtclubs. Um ihn herum tanzen die Puppen. Und der ist das Arbeits- und Schlafzimmer. Herr Cartwright sitzt im Keller von der Ponderosa. Herzlich willkommen allesamt und ja, heute 50 Folgen haben wir jetzt mit dieser im Kasten dann oder bald im Kasten, wenn man das hört. Unglaublich, über 2 Jahre machen wir den Scheiß hier schon. Ja, total krass und ich meine, wer hätte das gedacht, ne, dass wir halt auch so erfolgreich sein werden. Das war natürlich nicht absehbar. Wir werden ja letztlich getragen von unseren Fans auch und von den vielen Hörern. Also ich bin echt total begeistert. Ich weiß, was ich mal gern machen würde. Ich würde mal gern überlegen, welches meine Lieblingsfolge ist. Ja, aber das willst du das jetzt machen oder im Nachgang? Ja, ich gehe dann mal und sage das dann am Ende als Quickie. Nein, aber das wäre doch ganz cool. Das würde ich auch mal gern von euch wissen. Also jetzt nicht für als Denksportaufgabe für jetzt, ne? Das ist ein bisschen spät jetzt vielleicht, aber so könnte ja mal so nächste Woche oder übernächste Woche besser gesagt. Ja, wobei, sag mal, man kann das wahrscheinlich an einer Sache ganz gut festmachen. Also ich würde jetzt mal von den Inhalten weggehen, die stehen bei uns ja eh nicht so im Mittelpunkt, sondern mehr so auf die Aufnahmesituation eingehen. Und da gab es ja schon so ein paar Highlights, einfach typischerweise, wenn wir auch im Bus saßen, da ist für mich auf jeden Fall die Karnevalsfolge mit, sagen wir mal, Ballermanns Freunde, die den Bus stürmen. Dann haben wir diese eine Sendung auf dem Parkplatz gehabt, wo ehemalige Kollegen und irgend so ein Schleicher da vorbeikam, zusammen mit dem Piloten am Telefon, die bis heute, glaube ich, immer noch auf Platz 2 der meistgehörten Folgen rangiert. Und ich gucke gleich mal nach, ja, das könnte ich ja gleich mal nachliefern, welche die erfolgreichsten Folgen sind. Und dann ist natürlich für mich noch unvergessen die Folge auf dem Assi-Parkplatz, auf dem wir dann später umgezogen sind, aus Niveaugründen, wo die Polizei vorbeikam und dich aus dem Auto prügeln sollte. So war es eigentlich besprochen. Und dann warst du aber so nett und der auch, dass nichts passierte, außer Lob und Tüdelü für unseren Podcast. Ja, vielleicht, ja, weil er diese Deutschlandkappe nicht auf hatte. Ich weiß es auch nicht. Oder den Aluhelm. Ja. Also. Irgendwas ist da ja schiefgelaufen. Mir fällt auf, die besten Folgen sind letztendlich die, wo Leute dabei sind. Ich glaube, wenn der Stuss hier vorbei ist, würden wir uns wahrscheinlich mal gut daran tun, nochmal ein bisschen Saalpublikum hier zu arrangieren. Ja. Müssen ja nicht gleich Piloten sein, es können ja irgendwie normale Berufe sein, irgendwie Astronaut oder so. Da findet sich bestimmt der ein oder andere unter den Hörern. Hörenden. Ja, was sagt das über uns aus, dass die besten Folgen die sind, wo dann auch noch Gäste dazukommen? Ja. Ja, warte doch mal. Also Schweigen. Was sagt das aus? Also ich bin mir da gar nicht so sicher, weil das ist aber typisch für einen Podcast, glaube ich, für jeden Podcast, die erfolgreichste Folge im Sinne von Hörern oder Hörerinnen ist noch immer die erste. Die erste, das war die, ja, Folge 1. Hellsehen, Schwarzfahren und Polochsonnen hieß sie damals. Ich sag mal nicht, wie viel 100.000 Downloads sie hat, aber die zweiterfolgreichste war dann aus der Staffel 2, die Folge 37, Eisberg, Swingerclub und Schnelltest-Trauma inklusive Weltpremiere. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Weltpremiere war, dass wir dann
JFK im Intro hatten oder so und ab da dann diese kleinen Intro-Einspieler. Und welches der 15 Swinger-Club-Themen war das, die wir so im Laufe der 50 Folgen hatten? Wenn ich das mal noch wüsste. Das war der Swinger-Club Gelsenkirchen. Was war denn da mit Swinger? Das war wahrscheinlich die Tante, die Journalistin, die so mit vollem Körpereinsatz ein Interview im Swinger-Club. Richtig, genau. Das war's tatsächlich. Ja, und hinterher hat sich keiner von uns getraut, die anzuschreiben, was Sache ist. Ja. Weil wir uns geschämt haben. Und die Folge 12 ist die dritte erfolgreichste, also die mit dem Piloten. Bier, Oma, Blutsauger und Pilotenherz sei auch jedem nochmal ans Herz gelegt, weil das war echt eine coole Folge. Da hatten wir sowohl einen Studiogast im Bus als auch einen Piloten von der Lufthansa, ein Kumpel von mir, am Telefon. Und dann kam noch, glaube ich, spontan ein Arbeitskollege vorbei auf dem Parkplatz. Also es war wirklich eine coole Folge, die hat richtig Spaß gemacht. Ohne Scheiß, das ist wirklich eine überragende Folge. Also für jeden jetzt hier, der zuhört, der die noch nicht gehört hat, die kann ich echt wärmstens empfehlen. Das ist wirklich eine tolle Folge. Ben, welche Nummer war das noch? Das war die Nummer 12. Dicht gefolgt von der Nummer 14, Ketka, Amphetamin und Teletext. Bei dem Amphetamin, das war, glaube ich, das, was du berichtet hattest, dass da die in Oslo oder irgendwo so viel Amphetamin im Abwasser gefunden war. Teletext klingt nach Prollo, dass irgendwie Teletext-Porno oder irgendwie sowas da auf irgendwelchen Kanälen angeboten wird. Da weiß ich nichts von. Das weiß ich weit von. Das war, glaube ich, der Geburtstag. Die hatten, glaube ich, Jubiläum, dass es den überhaupt noch gibt. Ach so, okay. Ist beides möglich? Es ist nämlich auch beides schon thematisiert worden. Und die auf Platz 5, das war wieder dann tatsächlich mit einem Studiogast, nämlich dem guten Hank Frank, ist die Folge 32, Mockbuster, Photoshop und Gender Tourette. Also das sind die was, das sind die Top. Was zum Hank war noch Gender Tourette? Gender Tourette, boah, ja. Alter. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Schädeln wir zu viel beim Erzählen, sodass wir das alles nicht mehr wissen? Ja, ich weiß es gar nicht. Also vermutlich, vielleicht ist es auch einfach aufgrund dieser immer auf bewusst reißerisch gemachten Überschriften nicht mehr so einfach, das zuzuordnen. Also einfacher wird es, glaube ich, und das möchte ich auch, wenn es auf Platz 6 ist, unbedingt nochmal jedem ans Herz legen, Folge 16. Die Folge Diktatoren, Tyrannen und Despoten, unser Diktatoren-Special mit einem epischen Monolog des Herrn Sammer. Das war die Geburtsstunde der Monologie. Ja, es hat halt jeder so sein Steckenpferd. Das muss man mal auch wirklich empfehlen, weil das ist einfach wirklich historisch wertvoll, was ich da dem Hörer noch näher bringe. Also wirklich, wer was lernen will, auch geografische Kenntnisse und weiß nicht, was ich da alles untergebracht habe. Ganz, ganz große Kunst. Viel. Ich glaube, du hattest den Diktator von Äquatorial Guinea im Programm und hast dann da referiert und hast hinterher noch gesagt, ja, irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich müsste mich ein bisschen kürzer fassen und habe dann abgebrochen und ganz viel nicht gesagt, was ich sagen wollte. Und du hattest aber schon irgendwie eine halbe Stunde geredet. Das war wirklich geil. Oh, jetzt haben wir den Beef verloren. Also Leute, wenn ihr das hört, das ist jetzt hier so ein bisschen technisch natürlich nicht die gewohnt hohe Qualität, sondern wir machen das hier ganz profan über ein WhatsApp-Video-Call. Also ja, vielleicht solltest du mal aufhören, mit dem Ben-Bus über den Parkplatz zu kurven. Na, ich bin ja jetzt schwach geworden und sitze ja auch in meinem Keller. Aber wisst ihr, was ich gerade interessant fand? In dem Moment, wo der Beef irgendwie Probleme mit seiner Leitung hatte, konnte ich dich kaum noch verstehen, Ben. Also da sind irgendwelche Dinge in der Leitung, vielleicht irgendein Geheimdienst, der uns hier sabotiert. Also ich finde es kurios. Ja, vielleicht machen wir mal irgendwie so einen Software-Tipp. Die besten Videokonferenz-Anbieter. Ja, was willst du machen? Wir müssen uns ja der Situation stellen und ich finde, wir gehen wie immer sportlich damit um. Besser, als sich jetzt hier noch die Seuche an den Hals zu holen. Müssen wir nur gucken, wie wir den Beef da wieder zukriegen. Ich habe da gerade schon mal auf Anklingeln gedrückt. Ach so, du kannst das. Aber er ist grau. Ja,
Ihr müsst wissen, der saß ja auch in Kabul da im Verschlag, hatten wir eben festgestellt vor der Sendung. Also vielleicht hat er auch einfach sein Handy nicht gescheit geladen. Ja. Ich fax ihn mal an, ja. Ja, mach das mal. Das kann aber auch sein, dass in Kabul haben die auch andere Adapter, andere Steckdosen. Das kann auch sein, dass das nicht deswegen nicht funktioniert hat. Ja. Ja, Mensch. Er war ja auch im Luftschutzkeller. Da ist der Empfang auch nicht so gut. Ja, ja. Naja, vielleicht meldet er sich ja noch oder ich weiß gar nicht, ob er sich selber aktiv wieder dazuwinkelt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Leute das mit Skype machen. Aber wir haben auch in der ersten Pandemie, wenn ihr euch erinnert, da saß ich allerdings noch im Bus, das immer hier über den WhatsApp-Call gemacht und das hatte damals immer so am besten funktioniert. Besser als Telefonkonferenz. Ah, da ist er ja. Da ist er. Wunderbar, da ist er wieder zurück. Läuft. Wir lassen einfach laufen. Ich lasse das alles drin, das wird hier nicht geschnitten. Ja, ja. Wir haben, aber, so ein bisschen, keine Ahnung, wir haben ein bisschen was über dich erzählt, aber du wirst erst beim Hören dieser Folge erfahren, was. Ja, das ist ja dann nochmal spannend für mich. Das ist doch toll. Ja. Das ist quasi wie hinter deinem Rücken lästern, nur dass du eigentlich dabei warst. Ja, das ist doch eine gute Sache. Ja, das ist halt einfach schwierig. Also ich sitze hier in Damaskus und da ist natürlich ein bisschen schwieriger als sonst. Aber es war jetzt gerade kein Granateneinschlag. Nee, Gott sei Dank nicht. Nein, nein. Wir hatten eigentlich gesagt Kabul, aber du bist wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon wieder verschoben worden. Beef, Damaskus, Kabul, Hauptsache Pakistan. Um dich mal ins Gespräch zu bringen, Beef, ab welcher Folge, weißt du das noch, bist du eigentlich eingestiegen? Du bist ja quasi dann irgendwann dazugekommen, als Herr Ballermann, einer der Gründungsautoren und Mitglieder hier Muffensausen gekriegt hat, ob des Erfolges, der uns da einholt. Ja. Ich müsste jetzt lügen, das muss so ungefähr im Spätherbst 20 gewesen sein. Also jetzt so quasi das komplette letzte Jahr schon. Spätherbst 20? Dann bist du aber schon lange dabei. Ja, aber... Wann hat er die zweite Staffel begonnen? Die fängt immer so im Dezember an. Kann das sein? Ihr habt da ein paar Folgen schon zu dritt gemacht und danach bin ich dann irgendwie wieder dazugestoßen. Ja, weil der Ballermann, der war schon bei der 16., bei dieser Diktatorenfolge, weiß ich gar nicht, da war der, glaube ich, gar nicht dabei, oder war der doch dabei? Doch, ne, da war der noch dabei. Sollen wir denn mal lüften, dass wir ganz offiziell, also inoffiziell sozusagen, den Ballermann deswegen ausgetauscht haben, weil wirklich die Gefahr bestand, dass uns das Niveau total entgleitet und wir stattdessen einfach auch so ein bisschen Intellekt in unseren Podcast bringen wollten. Ja. Und die mit Intellekt hatten alle keine Zeit, oder was? Und du musst dir alten Folgen mit Karl-Heinz Ballermann mal anhören. Dann verstehst du meine Ausführungen. Ja, pass auf, ich glaube, wir können es hier so anhand der Folgen, wir können noch ein bisschen selbstreferenziell hier weitermachen. Die Jubiläumsfolge, die letzte, also wo sich das jährlich dann das erste Jahr ergab, war die Folge 23, Katzenklo, Maushirsch und Kalaschnikow. Und ich glaube, da warst du schon dabei. Die war im November 18. November 18 würde mich jetzt wiederum überraschen. Ach, im November, am 18. 18. November 20, sorry. So. Haben wir richtig lesen können. Ja. Oder war es die Folge 24, Strickleiter, Glühweinbart und fucking aus? Strickleiter, das ist dieser Ausbruch da aus dem Gefängnis mit der Strickleiter. Ja. Das war, glaube ich, in meiner ersten Sendung. Okay. Schön ist auch, das wollte ich eigentlich hier ausgewertet haben für diese Folge. Das habe ich nicht geschafft. Aber Folge 25 heißt Liebesdienste, Feuerwasser und Penismonolithen. Und drei Folgen später geht es schon wieder um Peniskäfig, Maskenbart und Schottenwitz. Und der Peniskäfig war definitiv der Prollo. Und auch immer regelmäßig Elefantenwunder oder dann vier Folgen früher Nacktbilder, Klopapier und Babyelefanten. Das waren meine österreichischen Babyelefanten. Also irgendwie haben wir es mit so ein paar Dingen. Aber ja, was ich auch empfehlen kann, die Folge mit den Penismonolithen, also zumindest der Beitrag, der war echt großartig. Welche Folge war das noch, Ben? Oder ich glaube Folge 28 oder Folge 24. Ich gucke gleich nochmal nach. Ich bin jetzt hier gerade mal in die Gender-Tourette gegangen, weil wir ja wissen wollten, was Gender-Tourette ist. Und
Möbel-Podcast. Ja, ich wollte dich jetzt hier nicht in Verlegenheit bringen. Also. Ich weiß auch gar nicht mehr, wieso wir das. Das war auf jeden Fall die Folge mit dem Hank, aber wieso wir das. Naja. Soll ich schon mal mit dem ersten Beitrag starten, während du noch suchst? Ja, was willst du denn? Achso, ich konnte es nicht rausfinden. Unser Text hat überhaupt gar nichts mit Gender Tourette zu tun gehabt. Ich konnte es dem nicht entnehmen. Also, das spricht jetzt auch für uns. Und um das noch nachzuliefern, die Penismonolithen waren Folge 25. Also genau die Hälfte von der heutigen Folge. War in der Tat eine schöne wilde Geschichte da am Ende mit diesen Penismonolithen, die überall auf der Welt auftauchten. Ja, das war echt cool. Na gut. War der Penismonolith, war das nicht auch das im Allgäu? Ich glaube, einer war auch im Allgäu. Ja, das waren aber mehrere. Einer war irgendwo in der Wüste von Nevada oder Utah oder was der Geier? Utah, ja, glaube ich, denn, ja, ja. Aber waren das denn Penismonolithen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube ja, ne? Das war ja, also stimmt. Der Doch, die Amis haben die doch beschimpft. Die haben gesagt, die Penismonolithen aus dem Weltall, haut ab und so. Ja, genau. Stimmt. Ja, aber der Beef hat recht, das waren eigentlich so Stahlmonolithen, kann man natürlich trotzdem als Phallus-Symbol sehen, aber die waren jetzt im Gegensatz zu diesem Allgäuer-Ding nicht wirkliche Penismonolithen. Vielleicht war es auch eine andere Folge, ich weiß es nicht. Hm. Ja. Aber es stimmt, die Amis haben diese Monolithen beschimpft, irgendwie als außerirdische Monolithen, wir wollen keine scheiß außerirdischen Monolithen hier haben, verpisst euch, und haben die dann irgendwie zerdeppert. Ja, apropos Penis, Folge 8 hatte auch nochmal Aschekreuze, Vaginakerzen und Penisfische, also irgendwie haben wir es da. Man merkt, dass wir irgendwie vielleicht ein paar mehr Gäste gebrauchen könnten. Das ist fast zu selbstreferenziell hier. Gut, mein lieber Sammer, dann würde ich sagen, genug in der Vergangenheit geschwelgt. Es waren auf jeden Fall 50 interessante Folgen. Echte Fans, hören Sie jetzt nach dieser Sendung nochmal alle der Reihe nach durch und kaufen unser voll in die Presse T-Shirt, was der gute Prollo auch in seinem Arbeitszimmer gerade sich lasziv über den Körper gleiten lässt. Ich gleite schon mal nach hinten auf meinem wippenden Bürostuhl und mach's mir bequem für den Monolithen. Nein, den Monolog. Genau, ja, der Sammer ist einfach, jetzt... den nennen wir den Monolithen. Du hast einen neuen Namen, Sammer der Monolith. Ja, wenn man aber den Prollo da so in seinem Chefsessel so ein bisschen wackeln sieht, dann möchte man auch nicht wissen, ne, er ist ja in seinem Etablissement, wer da so unterm Schreibtisch gerade unterwegs ist. Aber gut, ich habe einen ganz schönen Beitrag gefunden. Ich meine, wir sind ja jetzt zwei verfluchte Jahre schon in dieser Pandemie drin. Es ist jetzt, glaube ich, sogar heute oder gestern oder so, war doch der Jahrestag, wenn ich es richtig im Kopf habe, gestern, genau. Und diese Pandemie ist ja auch ziemlich eng verwoben mit dem Thema Maskenpflicht. Ich habe irgendwann mal auch hier im Podcast, glaube ich, gesagt, die wahren Verlierer der Maskenpflicht sind so super aussehende Typen wie wir alle. Und jetzt ist es aber so, dass man das auch genau umgekehrt sehen kann. Es gibt nämlich mal wieder, ich komme mal wieder mit einer Studie um die Ecke, nämlich die Universität Cardiff oder ein Forscherteam dort hat herausgefunden, dass Menschen, die eine Maske tragen, insbesondere eine medizinische Maske tragen, für ihre Mitmenschen attraktiver aussehen als ohne Maske. Was sagt ihr denn dazu? Ich sage euch gleich auch noch mehr dazu, was die Hintergründe sind, aber jetzt mal so spontane Reaktion. Ja, spontane Frage, die Universität Cardiff, haben die jetzt nur Waliser untersucht oder auch andere Europäer? Ich meine, wenn du aussiehst wie König Drosselbart, das kann dir nur entgegenkommen. Nee, also passt mal auf, ich kann es euch nicht sagen, wer da genau teilgenommen hat, außer, also es sind natürlich ein paar hier, bei Spiegel habe ich das gefunden, ein paar Details sind schon dabei,
Also sie haben halt eben Probanden gebeten, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 die Fotos von eben Menschen mit einfacher Stoffmaske, der typischen blauen Medizinmaske oder ohne Maske zu bewerten. So, und ja, da kam dann relativ Überraschendes eben heraus, wie ich schon gesagt hatte, nämlich, dass die Menschen mit dieser blauen Medizinmaske eben am attraktivsten eingestuft wurden. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass es tatsächlich, also da habe ich mich auch gefragt, wie ist man denn vor der Pandemie auf so eine schwachsinnige Idee gekommen, so eine Studie zu machen? Das Interessante ist, dieses Ergebnis widerspricht vorausgegangenen Studien aus der Zeit vor der Pandemie. Also man hat tatsächlich anscheinend solche Studien schon mal gemacht, auch vor der Pandemie, und damals war das Ergebnis anders. So. Wo haben die denn ihre Masken getragen? Natürlich untenrum. Oh. Also ja. Nein, die haben natürlich die Masken ganz stinknormal so getragen, wie du sie eben auch auf Aldi tragen sollst, zum Beispiel. Und das führte eben zu dem Ergebnis, was ich gerade erzählt habe. Und die Frage ist jetzt, ihr könnt mal so ein bisschen wieder raten oder eure Expertise hier zum Besten geben. Ich habe ja gerade gesagt, vor der Pandemie gab es ähnliche Studien mit anderem Ergebnis. Wieso ist das Ergebnis jetzt so? Was denken sich das sind übrigens Psychologen, was denken die sich, warum das jetzt so ist, das Ergebnis, wie es ist? Also ich hätte jetzt spontan gedacht, aber das widerspricht so ein bisschen, dass du sagst, vorher war es anders. Ich hätte spontan gedacht, dass diese Art von Maske so attraktiv auf Menschen wirkt in der jetzigen Zeit oder vielleicht auch davor, hat damit zu tun, dass das häufig Ärzte und Krankenschwestern tragen und dass da ja irgendwie so gemeinhin so ein gewisser Fetisch existiert. So, ne? Allein schon wegen der ganzen Krankenhaussendungen. Ja, der Dr. Brinkmann, ne? Und der geile Dr. Brinkmann, ja, den meinte ich jetzt speziell nicht, der läuft wahrscheinlich in Wales auch nicht. Nee, aber man kennt ja diese Masken auch so aus so Sendungen tatsächlich, und das, also aus Arzt- und Krankenhaussendungen. Und anders als die FFP2-Maske, die ich bevorzuge, dann zum Leidwesen meiner Attraktivität wirkt das dann nicht wie ein Doktor, der da um die Ecke kommt. Vor allem ist ja auch unförmig, die Maske. Also vor der Pandemie ist man davon ausgegangen, dass die Menschen mit Maske deswegen als weniger attraktiv angesehen wurden, weil die Masken mit Krankheit assoziiert werden. So. Und jetzt danach geht man davon aus, ja, hätte man durchaus auch drauf kommen können. Ich bin ein bisschen enttäuscht auch jetzt über eure Wortbeiträge oder die nicht gar nicht kamen, dass wir das Tragen von medizinischen Masken möglicherweise in einer Phase, in der wir verletzlich sind in dieser Pandemie, eben als beruhigend empfinden und so eine gewisse Sympathie ausstrahlt. Ja, es ist ja auch gerade ein Symbol für Gesundheit, ne? Die Maske hält dich gesund, also genau umgekehrt eigentlich. Ja, und ein richtig geiler Satz, der leider hier kein Zitat von einem der Forscher ist, sondern nur ein Zitat des Journalisten von Spiegel Online, der schreibt dazu, also Verantwortungsgefühl und gegenseitige Rücksichtnahme, dafür könnte das stehen, und er ergänzt dann, wer will schon Kinder zeugen mit einem Maskenverweigerer? Ja, lieber mit einem Kondomverweigerer, ne? Ja. Und das Kind kannst du aber immer noch auf einer Demo irgendwie in so einen Polizeikoloss schmeißen. Andererseits, mein lieber Sammer, sollte man einmal, wenn man ein Kind zeugen will, mit einem Nicht-Maskenverweigerer, einmal ganz kurz unter die Maske gucken, was man sich da gerade so anlacht. Also nur ein kleiner Profi-Tipp. Ein kleiner Profi-Tipp. Genau. Tipp vom Zahnarzt. Ja. Ja, also es gibt natürlich auch noch andere Erklärungen. Also eine andere Erklärung ist irgendwie,
dass die Augen eben so wahnsinnig relevant sind vom Gesicht. Ne? Das ist das, wo man so ohnehin, auch ohne Maske sozusagen, am ehesten hinschaut und die auch sehr ja, für das Gesicht, für die Einordnung hübsch, nicht hübsch, sehr, sehr wichtig sind. In dem Zusammenhang haben Sie hier zum Beispiel berichtet oder auch ergänzt, es gibt auch andere Studien, die zum Ergebnis hatten, dass Menschen als schöner beurteilt wurden von Probanden, wenn die eine Gesichtshälfte abgedeckt war. Und da gibt es auch eine Erklärung für. Ich erwarte jetzt natürlich nicht nach den etwas enttäuschenden Antworten von eben, dass ihr da jetzt der Erklärung hierfür wirklich nahe kommt. Aber hat einer eine Idee, wieso das, wie die Wissenschaftler sich das erklären? Halbes Gesicht hübscher als ganzes Gesicht? Da kommt aufs Gesicht dann, ne? Vielleicht halb ist übel. Ja. Ne, ich glaube, das hat irgend so was vielleicht übel. Mit so ein bisschen was Geheimnisvolles. Was Geheimnisvolles, wie mag er wohl auf der anderen Seite aussehen? Ja, ja, es geht in die richtige Richtung, aber es ist weniger die Frage, wie mag er wohl aussehen, sondern eher die Antwort, die dir dein eigenes Gehirn darauf gibt. Nämlich, der Mensch funktioniert so oder das Gehirn funktioniert so, dass es immer überall da, wo ja irgendwas fehlt, es automatisch ergänzt. Ja, es ergänzt automatisch, auch wenn du irgendwie irgendwas schlecht hörst, ne, dann versucht das Gehirn dir das zusammenzubasteln, was da wohl gerade gesagt wurde. Und so ist es halt in dem Fall auch, das Gehirn ersetzt die fehlende Hälfte automatisch oder setzt das Gesicht automatisch komplett zusammen. Und das ist jetzt dann der Clou an der ganzen Geschichte. Es übertreibt dabei, also macht das Gesicht quasi schöner, als es tatsächlich ist. Sie schreiben hier wie ein Instagram-Filter sozusagen. Mm. Das ist zumindest die Erklärung. Also ne, ob das jetzt so richtig ist, das überlasse ich dann euch und den Hörern, aber das ist der Erklärungsansatz. Ja. Beim Beef habe ich das gerade mal ausprobiert. Das funktioniert tatsächlich, wenn man das ganze Gesicht abdeckt und nur diese Deckenlampe sich anguckt. Das ist schöner, ne? Der Beef im Luftschutzbunker sieht besser aus, wenn man nur die Lampe anschaut. Ah ja, das ist ja, super. Die sieht aber auch interessant aus, wie so aus FFP2-Masken zusammengetüdelt. Könnte sein, ja, aber es ist tatsächlich irgendwie IKEA-Standard. Also insofern. Ja. Ja, also das ist jetzt alles, was ich zu dem Thema hier beizutragen habe. Vielleicht noch, wer meint, dass das alles Hokuspokus ist. Es gibt noch eine weitere Studie, die noch nicht veröffentlicht ist, die aber die Ergebnisse wohl, und so viel ist schon klar, bestätigt hat. Das teilen die Forscher mit. Wer es nachlesen möchte, ist veröffentlicht in der Zeitschrift Cognitive Research. Ja, cool. Also ich finde das ja auch durchaus geheimnisvoll, aber auf der anderen Seite ist es auch, finde ich, also wenn man dann so einkaufen geht oder irgendwie durch die Gegend läuft, es wird auch alles so wahnsinnig unpersönlich. Ich meine, es ist ja eh alles schon so unpersönlich geworden und jetzt wird es noch unpersönlicher. Es sind alles einfach nur irgendwelche Masken, die da rumlaufen. Also man wird immer mehr isoliert, selbst wenn man sich in einer Öffentlichkeit bewegt, finde ich. Und der Abstand trägt das Übrige dazu bei. Wobei ich jetzt bei kalten Temperaturen tatsächlich den Warmhaltefaktor der Maske sehr zu schätzen gelernt habe. Ja, ich auch. Also du bist der Erste, von dem ich das höre. Obwohl, ich habe es mal schon mal von der Piste gehört. Das haben Skifahrer schon berichtet, die das sehr angenehm finden auf der Piste. Aber jetzt hier im warmen Rheinland bist du der Erste, der das sagt. Und das dem kann ich beipflichten. Siehst du? Wie ist das in Damaskus? Ja, hier ist er warm. So ähnlich wie Kairo. Nee, aber das ist. Genau, ich habe aber was, ich hätte was Selbstreferenzielles. Wollen wir das direkt schon jetzt machen? Dann ist auch nur eine ganz kurze Nummer. Hau raus, hau rein. Wir hatten ja rein. Vor einiger Zeit, ich glaube am Ende oder nach der Sommerpause, hatten wir ja eine Folge, da ging es um unseren werten Altkanzler Schröder, der sich ja über das Currywurst-Aus in der VW-Kantine irgendwie aufgeregt hat.
Und tatsächlich gibt es jetzt eine Rückmeldung, wie das ist ja dann umgesetzt worden und er hat sich ja seinerzeit sehr echauffiert, sag ich mal, und da vom Kraftriegel der arbeitenden Bevölkerung gesprochen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass die Resonanz der Gäste auf die vegetarische Variante laut des Küchenchefs sensationell ist und durchweg positiv. Also das ist tatsächlich, geht weg wie richtige Currywurst, nur ist halt die vegetarische Variante. Also sprich, dass der Kantinenklassiker Currywurst ist in dieser einen Quarantäne ja, jetzt im Prinzip sehr erfolgreich durch eine vegetarische Variante ersetzt worden. Vielleicht ganz kurz, weil wir es hier vor uns haben und du wolltest ja selbst referenziell sein, das ist die Folge 41, Samengold, Klappstuhlstreit und Wurstkanzler. Das war die Geschichte mit dem Wurstkanzler, genau. Wo das kam. Und eben hatten wir noch erwähnt, auch den Live-Polizeieinsatz, bei dem der Herr Sammer fast das Leben gelassen hätte, wenn der Polizist nur mal ein bisschen aggressiver zu Wege gegangen wäre. Das war die Folge 35, Shitstorm, Pflanzenbier und Russenhobbits. Ja, wir hätten wahrscheinlich bei der Polizeifolge, wir hätten einen richtigen Polizisten irgendwie bestellen sollen und nicht nur so einen Stripper-Polizisten. Das war vielleicht das Problem. Nee, der war schon richtig. Der war schon richtig. Und hört es euch mal an, das war wirklich cool. Der konnte, was machen Sie denn hier? Weil wir damals auch in der Pandemie mit drei Autos nebeneinander standen und mit langen Kabeln aus den Autos heraus uns vernetzt haben, damit wir sozusagen in dem alten Setting bleiben, aber nicht in demselben Auto sitzen müssen. Ja, bei mir auf der anderen Seite, ich saß ja im anderen Vehikel, da kam ja die Kollegin ans Fenster, ja, und ich habe mich bemüht, während ihr da schon geklönt habt, irgendwie so einen verbindlich entspannten Gesichtsausdruck zu wahren. Ja. Und ja, du dachtest, sie fängt jetzt an zu strippen, das war der Punkt, aber der Typ, der strippen, jetzt, der stand ja bei die mir. Die sind doch jetzt Stammhörer, jetzt, die hören doch alles mit, das nächste Mal rollen die mit dem Panzer vor. Nein, das muss man wirklich sagen, das war ein total cooler Polizeieinsatz, also nochmal wirklich Polizei Bonn, das war richtig nett und angenehm und ich ärgere mich so ein bisschen, dass wir nicht spontan den noch irgendwie auch mit Mikro in die Sendung reingeholt haben. Weiß nicht, ob er es gemacht hätte und gedurft hätte, aber das war ein wirklich sympathischer Auftritt. Fürs nächste Mal sind wir vorbereitet. Wir sollten vielleicht, wenn wir dann wieder am Assi-Parkplatz sind, wenn das Frühjahr kommt und es wieder ein bisschen wärmer wird, sollten wir vielleicht irgendwie aktiv dafür sorgen, dass nochmal so eine Polente vorbeigeschickt wird von den Nachbarn, zum Beispiel, indem wir irgendwie so totalen Qualm aus unseren Autos aufsteigen lassen oder ähnliches. Das fänd ich ganz gut und dann sind wir diesmal vorbereitet, geistig vorbereitet. Ich wollte aber zu dieser Currywurst noch was sagen. Der arme Beef wurde jetzt hier irgendwie total rausgerissen aus seinem Beitrag. Ich wollte mich mal wissen, ob die in dem Beitrag denn auch sagen, was für eine vegetarische Currywurst das genauer ist, weil, um es vorwegzunehmen, ich habe tatsächlich aus Gründen, die nicht in meiner eigenen Person liegen, eine vegetarische Bratwurst oder groß und klein Nürnberger Modell und eine größere probiert, irgendwie Like Meat oder wie auch immer der Anbieter hieß. Und ich muss sagen, ich finde es furchtbar. Und zwar nicht, weil das nicht sogar ein bisschen ähnlich wie eine Wurst schmeckt. Das kriegen die irgendwie hin, wie auch immer, dass tatsächlich so ein bisschen so ein Würstchengeschmack da drin ist. Aber die Konsistenz und dieses Kondom, was da drüber ist, was dann beim Braten irgendwie dann plötzlich so auch sichtbar wird, so eine Plastikhülle, die du irgendwie zwar mitessen kannst, aber die irgendwie echt eklig ist. Also mal ganz abgesehen von dem Sodbrennen, was ich da regelmäßig danach gekriegt habe, muss ich sagen, das ist alles andere als ein Genuss. Also ich habe noch nie bei einer Bratwurst Sodbrennen gekriegt, aber bei diesem vegetarischen Ersatzzeug, von dem übrigens Wurst-Uli Hoeneß sagt, dass die da sonst was für Stoffe reintun, die er in seine Wurst und seine echte Gans reintun dürfte. Also ich muss sagen, das war kein Vergnügen. Also ich bin echt ein Freund von durchaus weniger Fleisch, ne? Schon aus ökologischen Gründen. Aber das ging gar nicht, überhaupt nicht. Ja, das liegt an den Sojabohnen, die da drin sind. Nee, aber Beef, du ist dein Artikel, ja, vielleicht möchtest du einfach was dazu Ahnung, sagen. Ich habe keine Ahnung,
ich kann nichts dazu sagen, also steht nicht da drin, was die da für eine vegetarische Wurst haben, ob sie die jetzt selber machen oder ob sie die einkaufen, bei welchem Anbieter, kann ich nicht beantworten. Also um das mal zu betonen, was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, es gibt bei IKEA sowas wie vegetarische Köttbullar, also so wie so Fleischbällchen, aber vegetarisch, kann man da mitnehmen, kommt in den Tiefkühler und die sind echt lecker. Also so viel zum Product Placement. Also ja, da kann ich, also das Product Placement, das kann ich, da kann ich dich beruhigen. Ich finde die scheiße. Die will hier auch keiner. Wir haben die mit besten Absichten serviert hier und die wollte wirklich überhaupt niemand haben. Ja, welche? Welche? Moment, das ist, es gibt zwei vegetarische. Dann muss ich wohl die zweiten nochmal testen. Ja, mach das mal. Die kann ich echt empfehlen. Sehr geschmackvoll. Mach ich mir ein schönes Schnitzel dazu und dann passt das. Apropos Schnitzel, am Dienstag ist der 1. Februar und dann kann ich wieder Fleisch essen und dann mache ich erstmal richtig schöne Schnitzel. Da freue ich mich. Vor allen Dingen dann gleicht der Ben den Monat, den er kein Fleisch gegessen hat, dadurch aus, dass er sich dann direkt so 15 so riesen Lappen übereinander auf den Teller legt. Mindestens, ja. Morgens um 6 fährt er zur Tankstelle und holt sich mal so ein schönes Schnitzel vom Vortag. Herrlich. Ja. Nee, ich mache die schön selber. Ich mache das alles selber, außer das Schweinschlachten, aber sind eh Hähnchenschnitzel. Prollo, wie sieht's denn bei dir aus? Wollen wir mal Schnitzel. Irgendwie ein bisschen mehr über Medien reden oder wir können auch die ganze Sendung selbst referenziell unterwegs sein? Man hat mich ja auflaufen lassen, als es hieß, es gibt hier zum 50. Jubiläum reden wir ausschließlich über Gold. Und entsprechend habe ich mich natürlich sorgsam vorbereitet. Da musst du aber auch erklären, warum Gold? Na, weil wir doch die 50. Folge haben und uns quasi in Gold-Hochzeitsstatus hier befinden. Ja. Und 50, ja. Und ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe tatsächlich einiges gelernt und damit möchte ich direkt einsteigen, auch endlich mal in Erfahrung gebracht, was es eigentlich mit diesem Gold auf sich hat, was wir inzwischen, glaube ich, alle kennen, was wir fast täglich zu Gesicht bekommen. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist kein gewöhnliches Gold. Zahngold. Und es ist, so ähnlich. Denk mal an das letzte Stäbchen, was du dir in den Rachen gesteckt hast. Nein. Pass auf. Das ist Fieberthermometer. Ihr Ottos. Kolloidales Gold. Ja? Habt ihr euch nie gefragt, was dieses kolloidale Gold ist, was immer auf dem Corona-Test draufsteht? Wozu das gut ist? Wer liest sich denn das so genau durch, dass er diesen Begriff da findet? Was heißt denn so genau? Das steht auf der Schachtel. Hast du jeder als die Gebrauchsanweisung? Was hast du, goldene Messsets? Bei mir steht da nichts drauf. Bei mir steht da irgendwie irgendwas Chinesisches. Ja, weil du die billigen gekauft hast. Aber guck doch mal, noch mal genauer. Also das kann man eigentlich nicht verfehlen, meiner Ansicht nach. Wo also jedenfalls diese Tests? Beim Juwelier natürlich. Nee, also tatsächlich greifen wir die teilweise von den diversen Kitas ab, in die wir verschicken, weil die immer noch ein nettes Angebot haben. Ich habe jetzt verschiedene Marken durch und kolloidales Gold. Ich will es euch aber mal erklären. Das kolloidale Gold ist letztendlich, also kolloidal, weist letztendlich auf sehr kleine, winzige Goldpartikelchen hin, die aus denen das Zeug besteht. Und deswegen ist es nicht etwa golden, sondern tiefrot. Ja, weil sich die irgendwas, was ich auch schon auf Wikipedia nicht verstanden habe, durch irgendeinen physikalischen Effekt, wirkt das Ganze rot, weil eben die Goldteilchen so klein sind in dem Zeug. Wie dem auch sei, also eine tatsächlich sehr vielseitig anwendbare Geschichte. Also nicht nur, was auf der Hand liegt, kann man die gut zur Rotfärbung von Gläsern verwenden, wenn man da so ein bisschen beistreut, sondern man kann damit, jetzt gehen wir in die Biochemie über, auch Proteine markieren. Ja, da kommen wir der Sache schon näher.
Und nicht zuletzt kann man nämlich auch Antikörper markieren. Und da sind wir wieder bei den Schnelltests. Ja? Sind noch reichlich andere Möglichkeiten, auch im Bereich Mikroelektronik und so. Also da kann man richtig was anfangen mit dem Zeug. Haben wir Glück, dass es offenbar reichlich davon gibt. So werden dann die Teststreifen möglicherweise auch weiterhin nicht knapp. Und ja, ich habe mich mal mit dem Thema weiter beschäftigt. Und habe mir mal die Frage gestellt, was kann man denn so mit dem Zeug machen? Und bin ich eigentlich noch da? Ihr verschwindet. Du bist da, nur der Beef, der geht dir die ganze Zeit rein und raus. Dann werde ich meinen Monolog einfach unbeirrt fortsetzen. Frollo, ist eigentlich die Mitarbeiterin unterm Schreibtisch fertig? Was? Die war schon nach 30 Sekunden fertig. Was redest du denn da? Die hat kolloidales Gold geschürft. Ja, ich habe einen kolloidalen Goldzahn. Nee, so, pass auf. Und man denkt sich, okay, Covid-Tests, was soll denn da schiefgehen? Kolloidales Gold, das ist doch alles ganz koscher. Ich habe tatsächlich nach kurzem Googeln festgestellt, dass Leute das Zeug ernsthaft saufen. Ja, weil offenbar kann man auch kolloidales Silber nehmen. Je nachdem, worauf man so steht. Das gibt es zu kaufen in so Apothekenfläschchen, so braunen Dingern. Ja, und ich habe mal irgendwo gegoogelt, das wird jetzt übrigens nicht verlinkt, bei einem Anbieter, der da irgendwas rumschwadroniert, was irgendwie, wie viel Gold in seinem kolloidalen Gold ist und doppelt destilliertes Wasser und einen sehr hohen Anteil an negativ geladenen Ionen. Und sie erhalten also ein hochwirksames kolloidales Gold, das sehr ergiebig ist. 30 Tropfen täglich genügen. Und dann geht das noch so eine Weile weiter. Und ja, bei uns gibt es übrigens auch kolloidales Goldöl für die Haut und monoatomisches Gold für die Seele. So, wer dann noch nicht ausgestiegen ist, der wird leider enttäuscht, denn das sogenannte Wettbewerbsrecht, wie ich hier lese, verbietet uns hier leider weitere Wirkaussagen. Ja, da hat das Wettbewerbsrecht wahrscheinlich möglicherweise recht. Und dann geht es auch schnell über, wenn Sie mehr wissen wollen, fordern Sie doch einfach unser Gratisbuch an. Und kolloidales Gold ist übrigens nicht gefährlich. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Wie heißt dieses Gratisbuch in 7 Schritten zum Dukatenesel oder was? Ja, in die Richtung wird es gehen. Ich lese das jetzt hier nicht wörtlich vor. Dumm und dümmer. Und tatsächlich, wenn man sich woanders rumtreibt im Internet, dann wird tatsächlich durchaus vor diesem Zeug gewarnt, weil das nämlich, das soll vor allem Möglichen helfen. Ich lese mal vor, ja, da seid ihr ganz schnell bei so Allheilmittel, also Alzheimer, Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis, vorbeugend und heilend, Denkprozesse verbessern, Impotenz bekämpfen, die Stimmung heben, den Alterungsprozess verlangsamen, erschöpfen und Depressionen lindern oder gegen Krebs helfen. Ja, das sind sozusagen die kleinsten Globuli der Welt, diese kleinen Goldkügelchen. Ja, witzigerweise gibt es keine klinischen Studien dazu und wenn, dann wird so ein bisschen zur Vorsicht gemahnt. Aber offenbar gibt es Leute, die sich das reinschütten. Und ja, siehst du, ja, und da ist der Ruf dieses teuren Stoffes oder dieses tollen Zeugs schon wieder ruiniert. Prollo, das ist ja jetzt mal wieder seit langem ein Beitrag von dir aus der Rubrik Verbraucherschutz. Finde ich gut, dass du da irgendwie auch wieder so back to the roots gehst. Was ist jetzt dann deine Empfehlung jetzt für uns? Das war jetzt, erstmal hast du ja nur vorgetragen, was andere sagen, ja. Und was ist jetzt dein Verbraucherschutzhinweis? Mein Hinweis ist, Corona-Tests bitte nicht verzehren. Nicht zum Verzehr geöffnet. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe mich da nicht so tief eingelesen, weil ich tatsächlich intellektuell sehr schnell ausgestiegen bin, weil ich Bio auch schon in der Schule immer abgrundtief gehasst habe. Der Verbrauchertipp, ja, lager die Testdinger nicht zu heiß und nicht zu kalt, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Und ansonsten keine Panik. Ich habe übrigens einen Teil meines Monologs hier entnommen von der Webseite xetragold.com mit dem Obertitel Werbung. Ja, das ist der
Der Arnulf Hinkel, der als Finanzjournalist hier bezeichnet wird, hat mich da informiert. Ich habe den Mann mal gegoogelt, weil Arnulf Hinkel ist jetzt, heißt jetzt nicht jeder. Ja, der ist, der gute Mann ist Ghostwriter, hat auch einen guten Job gemacht hier auf dieser Seite, die uns, glaube ich, irgendwie letztendlich Gold verticken will. Und hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat das schön zusammengefasst. Und da kann ich nur sagen, ob man Gold kaufen möchte, weiß ich nicht. Vielleicht kann man auch diese zahlreichen Antigen-Tests, die man inzwischen gemacht hat, hätte man die alle auszuzählen sollen. Aber dafür ist es jetzt auch zu spät. Hätte ich die nicht jetzt dann alle sammeln können und dann zum Juwelier, zum Goldschmied bringen können, weil die kaufen einem ja auch das Zahngold ab. Dann hätten die mir jetzt genau. Die ganzen Antigen-Tests abgekauft? Ja, bestimmt. Wahrscheinlich in kleineren Mengen. Ja. Aber ich würde es mal darauf ankommen lassen. Die positiven Tests würde ich jetzt nicht mitnehmen. Sind vielleicht gar nicht so viele. Und bring es doch mal hin. Ja. Ja. Super Tipp. Kannst du dir vielleicht ein neues Auto von kaufen? Und jetzt meine Überleitungsfrage, ihr Lieben. Was braucht man, um ein Auto zu fahren? Führerschein. Richtig. Ein Auto. Ein Auto, ja. Du hättest jetzt eins von dem Gold gekauft, dann brauchst du noch einen Führerschein. Und da ist mir jetzt tatsächlich diese Woche eine total lustige kleine Geschichte über den Weg gelaufen, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Ausnahmsweise mal kein Corona-Thema, wenngleich es mit Südafrika zu tun hat. Nämlich in Südafrika können jetzt wieder Führerscheine ausgegeben werden. Habt ihr das irgendwie gelesen unter der Woche? Niemand? Ich habe nur gelesen, dass Führerscheine im Ahrtal plötzlich sehr stark nachgefragt werden, weil der öffentliche Nahverkehr noch nicht so richtig wieder angelaufen ist. Nee, also Südafrika hatte tatsächlich ein riesiges Problem, weil im November, also in Südafrika ist es erstmal so, dass du alle 5 Jahre deinen Führerschein erneuern musst. Die laufen also nach 5 Jahren ab. Und dann hatten sie das zweite Problem, dass es nur eine einzige Maschine im Land gab, die diese Dinger drucken kann. Und sie ist im November kaputt gegangen und wurde dann nach Deutschland geschickt, vielleicht zusammen mit dem Omikron, man weiß es nicht, und sollte in Deutschland repariert werden. Und das ist auch passiert. Und seit einigen Tagen ist sie wieder zurück im Land. Und das hat der Verkehrsminister, ich hoffe, mir unterläuft jetzt hier kein Lapsus, Fikile Mbalula bei Twitter verkündet und hat geschrieben, wir sind wieder im Betrieb, wir arbeiten sehr hart, Halleluja. Und jetzt können sie da wieder Führerscheine drucken und das war jetzt in ganz vielen Medien, ich habe es jetzt mal hier aus der Süddeutschen gezogen und da steht dann auch drin, demnächst soll sogar ein nagelneuer Drucker angeschafft werden. Die Ausrede, Maschine kaputt, zieht also künftig nicht mehr, wenn du dann bei der Führerscheinkontrolle erwischt wirst und das Ding ist abgelaufen. Also lustige kleine Anekdote hätte man jetzt auch als Opener oder als Quickie ans Ende schieben können, aber ich dachte einfach mal, im Mittelteil muss man auch mal so ein kleines Ding raushauen. Da kann ich. Da schiebe ich mal eine, nee, mach der, mach mal du, Beef. Soll ich machen? Okay, ich hätte noch eine Kleinigkeit, die da sehr schön dazu passt. Von einem ähnlichen Problem mit ohne Führerschein hat auch ein Mann in England gestanden, der hat das aber kreativer gelöst. Er ist 70 Jahre lang ohne Führerschein gefahren. Das heißt, also er hatte nie einen. Und wie er dann jetzt mit 82 ist er kontrolliert worden zum ersten Mal und hat dann gesagt, nö, er hätte noch nie einen Führerschein besessen und würde seit seinem 12. Lebensjahr Auto fahren. Und das ist tatsächlich in England eine sehr schöne Geschichte, finde ich auch, die in Polizei, der hat angehalten bei einer normalen Führerscheinkontrolle quasi und da haben sie ihn dann erwischt, der gute Mensch. Und was soll man sagen, er hat aber auch nie in der Zeit einen Unfall gehabt, ist auch nie jemand verletzt oder sonst irgendwie Blechschaden angerichtet, also insofern 70 Jahre unfallfreies Fahren, der ADAC wäre stolz auf ihn, also das könnte man schon so sehen. Genau, und die Polizei hat aber nochmal darauf hingewiesen am Ende auch bei Facebook, dass jede Fahrerin und jeder Fahrer darauf achten solle, die richtigen Dokumente dabei zu haben. Das wird sie einholen, eines Tages. Ja. Also auch ein Argument.
Selbst mit 82, ja. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie oft seid ihr denn tatsächlich schon mal kontrolliert worden? Wegen, also diese typische Führerschein- und Fahrzeugpapiere-Nummer. Zweimal. Ja, ich gefühlt so dreimal, glaube ich. Also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube dreimal. Und einmal davon an Rosenmontag in der Nähe von Köln, morgens um 4. Glücklicherweise hatten die eine andere Vermutung. Also, aber ich musste tatsächlich zur Arbeit seinerzeit. Also ich genau ein einziges Mal in den Niederlanden war das. Ansonsten gar, also hier in Deutschland überhaupt nicht. Also ja. Aber ich kann. Ich wollte nur gerade noch ergänzen, weil ich diesen schönen Beitrag auch gesehen hatte vom Beat. Wollte ich noch gerade noch ergänzen. Die Leute in den sozialen Netzwerken, die Polizeimeldung gelesen haben, waren natürlich begeistert von dem Typen, haben gesagt, so Sachen wie ziemlich gefährlich, aber ich bewundere ihn oder die andere bat die Polizei, behutsam und freundlich mit dem Mann umzugehen. Und dann fand ich das Zitat noch ganz bemerkenswert von der Polizei. Wir waren behutsam mit ihm, aber dieser Kerl war schwerhörig, seine Reaktionen waren schlecht und er war unsicher auf den Füßen. Ja. Tragt für mich das Auto, ich fahre euch heim. Ja, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, gibt es viele Länder, also in Südafrika habe ich jetzt eben vernommen, muss man alle 5 Jahre quasi seinen Führerschein erneuern. Ist das dann auch mit so einer Art Gesundheitscheck verbunden oder wie? Oder also ich gestehe, ich weiß es nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen. So würde es ja zumindest so ein bisschen Sinn ergeben, ne? Dass du dann naja, auch immer guckst, ob die Fahrtüchtigkeit noch gegeben ist. Genau, also ich weiß nicht, ist es in Nachbarländern ist das ja, also in Niederlanden weiß ich, ist das ab einem gewissen Alter, glaube ich, so, dass man regelmäßig quasi seinen Gesundheitszustand überprüfen muss. Und in Deutschland weiß ich, ist es bei allen Sorten von Berufskraftfahrern, also vom Taxifahrer über Busfahrer bis sonst wohin, die regelmäßig Gesundheitschecks machen müssen. Da war ich letztens bei einem Kumpel, der griechische Wurzeln hat und hat erzählt, dass sein Vater, der wieder in Griechenland lebt oder die Eltern, der hat jetzt eine Auflage bekommen, dass er, glaube ich, nur 50 Kilometer um den Wohnort herum noch weit fahren darf. Und der Grund, warum sie diese 50 Kilometer gewählt haben, war, dass das sozusagen die Strecke zum nächstgelegenen Krankenhaus ist. Also die haben das, ich weiß nicht, ob aus gegebenem Anlass oder einfach aufgrund des Alters, haben die das dann dort sozusagen limitiert, den Bewegungsradius. Das finde ich auch. Das wäre doch irgendwie, so ein Radius, der sie gesagt haben, die 50 Meter, kennt er die Strecke noch einigermaßen aus dem Kopf, weil er nicht mehr so gut sieht. Ja, nee, hätte ich jetzt irgendwie auch gedacht. Ja. Ah, sorry. Das kann er auch blind fahren, ja. Fährt er nach Gehör. Ja. Ich hatte tatsächlich heute so tagsüber eine Nahtoderfahrung. Es war zwar der Nahtod eines anderen, aber ich war direkt dahinter, fuhr mal mit dem Fahrrad rum und vor mir so ein Kleinwagen mit einer Oma drin. Und die unfassbar langsam fuhr, selbst für eine 30er-Zone und dann ein fescher Fahrradfahrer, der die dann links vorschriftsmäßig überholte. Und während er das anfing, fing sie an links zu blinken. Und ich dachte, scheiße, die mäht ihn jetzt um. Aber sie ist dann rechts abgebogen. Also, alles gut gelaufen. Ja, vielleicht war es auch einfach nur eine ältere Dame mit Humor und dachte, dem zeige ich es jetzt mal. Wer weiß, aber ich bin auch tendenziell dafür, Führerscheine gelegentlich nochmal auf die Probe zu stellen. Ja. Also nicht über eine MPU, sondern ihr wisst Bescheid. Nee, ich hab letztens auch so eine ähnliche Situation, das hat mir fast das Herz gebrochen, auch eine ältere Dame, die ist hier bei mir um die Ecke, da ist so eine ganz fiese Straße, weil die total kaputt ist und die hat auch keine Mittelstreifen und nix. Und dann gibt es so unter so der Autobahnunterführung gibt's links und rechts so Gräben, die man aber nicht wahrnimmt als Gräben, weil sie komplett zugewachsen sind. Und dann muss sie irgendwie, das habe ich nicht gesehen, weil sie schon drin lag, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen sein und hat gedacht, ja, ich fahre hier auf dieses Randstück, auf diese Wiese. Dummerweise war das kein Randstück, sondern ein Graben und hat so richtig schön ihren kleinen Lupo da in diesen Graben gesetzt und saß dann da völlig, oder stand in dem Fall völlig aufgelöst neben dem Auto und waren aber auch schon so ein paar junge Leute, die sie dann getröstet haben und die war richtig fertig, ne? Also das ist dann auch nicht schön, wenn du so das Gefühl hast, so ach du Scheiße,
Ich habe das nicht mehr im Griff. Ich hoffe, ich habe die Einsicht, dass ich dann den Lappen abgebe und mich nur noch fahren lasse. Irgendwie. Ja, wobei, das ist ja eigentlich gerade das Alter, wo du so ein Auto gut gebrauchen kannst, weil du zu Fuß einfach nicht mehr weiterkommst. Ja, das ist ja, der stereotype Amerikaner, der fährt ja am Ende nur noch Auto. Ja, die haben ja auch teilweise größere Grundstücke. Also ich weiß von mindestens einem Fall, wo der schon etwas ältere Herr dann mit dem Auto zum Briefkasten fuhr. Ja? War halt auch schon, ging halt schneller als zu Fuß. In dem Zusammenhang fällt mir diese geniale Flensburger Werbung ein, wo so zwei Ostfriesen in der Kneipe stehen und sagt er also, mein Grundstück ist so groß, da brauche ich mit dem Träger von dem einen Ende bis zum anderen Ende 2 Stunden. Und dann so ein Ami da in der Bar und sagt, mein Grundstück in Amerika ist so groß, da brauche ich mit dem Träger von dem einen Ende bis zum anderen Ende 2 Tage. Und dann gucken die den nur an und sagen, ja, so einen Skiträger hatte ich auch schon mal. Naja, jedenfalls nach dem, was du aus Südafrika erzählt hast, mit der Führerscheindruckmaschine, jetzt habe ich manchmal ein bisschen Sorgen, ich muss demnächst, ich habe einen Perso beantragt jetzt bei der Stadt. Ich hoffe, dass die deutsche Maschine zum Drucken von Personalausweisen jetzt nicht irgendwie kaputt geht. Das nee, die ist gerade in Südafrika zur Reparatur, tut mir leid. Ach so. Tja. Ja, ist ja im Moment tatsächlich ein Problem, ne? Du kommst ja in die Geschäfte nur rein, ne, mit Impfnachweis plus Perso dazu und ja, ist scheiße, ne, wenn dann der Perso nicht mehr aktuell ist. Tja, da habe ich nach der Sendung noch einen kleinen Tipp für dich. Das will ich jetzt aber hier nicht on the air sagen. Ist nichts illegal. Weil du die Maschine nämlich hast im Keller. Nein. Du hast naja im Schwitzkasten irgendwie aus dem Aldi rausgezerrt oder so. Du musst einfach, denk mal an deine anderen Ausweise, die du noch so hast und die gelten auch. Den Reichsbürgerausweis. Zum Beispiel. Ist ja beim Sommer bekannt. Genau. Ja. Reichsbürger-Sommer. Mit dem heute ein König drauf, ja. Der Reichsbürgerausweis passt dann auch besser zu den gefälschten Impfzertifikaten. Also insofern. Ja. Wollt ihr noch eine. Nee, ich will gerade noch was ergänzen. Ich will gerade noch was ergänzen. Ja. Weil es so gut passt, alte Leute. Alte Leute oder ältere Herrschaften, wie es schöner heißt, die haben ja leider dann auch irgendwann mal ihr Leben ausgelebt und so ist es auch einem Kölner Ehepaar gegangen, Rudolf und Hannelore Lausberg, die waren 58 Jahre verheiratet und Herr Lausberg ist jetzt glaube ich 82 und jetzt ist seine Frau gestorben, also immerhin, wenn sie ähnlich alt war, ein gesegnetes Alter, was mich freut, und hat ihm etwas hinterlassen. Und zwar eine Schweinesammlung. Wir haben es ja hier auch immer regelmäßig mit Schweinen. Die liebe Hannelore und auch der Rudolf hat das mitgemacht. Die war total vernarrt in Schweine und die haben Schweine in aller Form gesammelt. Also keine echten, sondern so Gummi, Plastik in Öl gemalt, bedruckte Flaschenuntersetzer, Krawatten, Gläser als Fußmatte und Schneekugeln aus Porzellan, Plüsch, Ton, Metall und sogar Strohschweine. Und wohnen in einer kleinen Genossenschaftswohnung in Köln-Pfingst. Und ja, jetzt ist sie weg, die Hannelore, und der sitzt da mit 5000 Schweinen in dieser Wohnung und hat sich dann eine ganz süße Sache ausgedacht, nämlich der will sie verkaufen und das Geld, du hattest es eben gesagt, mit Ahrweiler, dem Wiederaufbau des Ahrtals spenden. Und sucht da jetzt Abnehmer. Und der Spiegel hat sich seiner Sache angenommen und hat darüber berichtet, damit das bekannter wird. Und ich dachte, wir machen das jetzt auch mal. Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Schweineliebhaber da draußen, die. Ja, dass die Sache auch mal in Fahrt gewinnt. Richtig. Also der Spiegel hat ja nicht so eine Reichweite wie wir. Und dann dachte ich, man kann da auch mal ein Turbo zünden und einen Shortcut nehmen. Vor allem sind wir ja wohl auch hierher die Schweineexperten. Ja, seit dem Bungee-Schwein. genau. Ich könnte jetzt nachgucken, wie viel Schweinefolgen wir jetzt auch noch hatten, aber es waren einige. Ja, Schweine sind auch irgendwie geile Tiere und
Vielleicht nur noch eine kleine Anekdote, damit das auch noch so ein bisschen Gesicht bekommt oder ein bisschen mehr ja, Vorstellung ihr da habt, was das, wie das Ganze mal begonnen hat, nämlich 1963, da haben die geheiratet und kurz danach entdeckte seine Frau in einem Schaufenster auf der Schilderjasse ein Porzellanschwein. Das habe 100 Mark gekostet. Das war viel Geld für uns damals, aber weil meine Frau an ihre Kindheit erinnert war, haben wir es gekauft. Und so begann das dann, dass der Grundstein für eine jahrzehntelange Leidenschaft, Sammelleidenschaft gelegt wurde. Also absoluter Hammer. Der hat das auch schätzen lassen. Eine Gutachterin hat gesagt, die Sammlung ist ca. 10.000 Euro wert. Also nur damit auch unsere Hörerinnen und Hörer so ungefähr die Größenordnung kennen. Und ja, ich finde das voll süß. Es gab schon Versuche, ihm das abzukaufen von einem Schweinemuseum. Die wollten aber nur 500 Euro zahlen. Und ich glaube, da können wir besser. Was für ein Schweinemuseum? Irgendein Schweinemuseum, was die da gerade aufbauen. Nee, ich wollte die dissen, weil die so Ach so, zeitig was sind. Für ein Schweine? Ah, Schweine im Weltall. Ja. Ja. Naja, die einzigen, die bisher Schweine abgekauft haben, sind ein Ehepaar aus Nürnberg, die eine Metzgerei besitzen. Die haben ein paar Schweine für die Metzgerei gekauft, so zur Deko. Für die Auslage, so als Deko, ja. Richtig. Ja, auch richtig. Keine schlechte Idee. Ja. Ja, kann man sich ja mal alles angucken, ne? Richtig. Find das süß. Ich finde das wollt süß. Wollt ihr noch eine schöne Geschichte aus dem vom Thema Filme oder aus dem Thema Movies hören? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich muss mal hier gerade parallel was vorbereiten, was hier immer zu diesem Podcast dazugehört. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das im heutigen Setting dann auch so überhaupt klappt. Ah, sind schon so weit. Ne, verstehst du? Verstehst du, was ich meine, wa? Das hat jetzt ein bisschen was von Damaskus. Irgendwie, jetzt kommen die Granaten. Ja. Geht's noch tief, oder? Ah, es ist schwer unter Beschuss, aber es geht noch. Geht noch. Eieiei, armer Kerl. Ja. Wobei, Damaskus ist ja, glaube ich, auch immer eine ziemlich unpassend, oder? Damaskus selber ist doch eigentlich, bin ich da falsch jetzt im Film, ist doch eigentlich immer nicht unter Beschuss, oder? Naja, ist egal. Vielleicht war, er war ja doch mal in Kabul. Wo ich schon hier sitze. Ja, eigentlich war er ursprünglich in Kabul, aber das ist der springt hier durch die Gegend. Geografie. Pass mal auf, jetzt ist eigentlich ja Quickie-Time, wenn der Alarm kommt. Jetzt hatte ich aber hier schon gesagt, was zum Film. Ich mache jetzt mal kurz Thema Film und dann können wir das gegebenenfalls ja auch als Quickie gelten lassen. Nein, ich fand die Geschichte jetzt tatsächlich irgendwie fand ich es eine nette Geschichte. Und zwar kennt ihr sicher Emma Thompson, gehe ich mal von aus. Ja. Die Schauspielerin. Und die dreht oder hat gedreht einen neuen Film, der heißt Good Luck to You, Leo Grant. Und da musste sie ist immerhin mittlerweile 62 Jahre alt, die größte Herausforderung in ihrer Geschichte als Schauspielerin sozusagen bewältigen. Und zwar musste sie immerhin mit 62 Jahren eine Nacktszene spielen, eine Nacktszene, die so ausgestaltet ist, dass sie vorm Spiegel steht und sich betrachtet und sich wohlwollend irgendwie da eben begutachtet. Und sie sagt, das sei super schwierig für sie gewesen, das Schwierigste, was sie je tun musste. Und was ich jetzt nett an der Geschichte finde, also das ist ja ohnehin schon mal auch nett, dass sie das so sagt. Aber was ich nett an der Geschichte finde, ist,
um Vertrauen herzustellen, weil der das wirklich wohl schwer gefallen ist. Ja, das ist ja eine erfahrene, erfolgreiche Schauspielerin, aber der ist das offensichtlich sehr schwer gefallen. Und dann haben die Folgendes gemacht, um Vertrauen herzustellen. Seien wohl oder sind wohl die Schauspieler am Set und die Regisseurin des Films, während der Proben auch komplett nackt gewesen. Das finde ich total genial. Also da haben sie sich sozusagen solidarisiert am Set und haben gesagt, okay, wenn sie muss jetzt diese Herausforderung irgendwie bestehen, es ist schwierig für sie, ziehen wir uns auch alle aus. Und das finde ich echt eine ziemlich, also ganz bestimmt nicht normale Situation an so einem Filmset. Zumindest nicht, wenn es nicht beim Ben Carter im Keller ist. Und sie sagt auch noch zusätzlich, hätten sie Spiele gespielt, in denen sie über ihren Körper gesprochen haben. Also man hat sich da tatsächlich, finde ich, auf eine sehr menschliche Art und Weise solidarisiert und diesem Problem oder diesem Thema genähert, so dass sie sich da, so dass sie es letztlich hinbekommen hat. Und das, also ich finde es eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Also ich finde es auch total toll. Ich lasse gleich mal den Beef, der ist ja hier auch der große Filmexperte, zu Wort kommen, aber mich wundert, dass die noch nie vorher eine Nacktszene gedreht hat, oder war das jetzt einfach diese spezielle Szene? Also es wirkt auf mich so, als hätte sie noch keine Nacktszene gehabt, weil sie sagt dazu an der späteren Stelle, dass sie einerseits, ne, wegen des Alters es auch ungewöhnlich ist, aber andererseits sagt sie, dass sie das wahrscheinlich als junge Frau nicht geschafft hätte, dass sie quasi erst dieses Alter erreichen musste, um das dann überhaupt zu schaffen. Hm. Ja, was sagt ihr dazu? Also ich finde es auch voll süß. Wer weiß, wer dann sonst noch da Hemmungen gekriegt hat. Vielleicht mag der Kameramann sich ja auch nicht ausziehen. Und interessant wäre auch zu wissen, worin das alles mündete. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante und sehr rührige Geschichte. Eine ähnliche Anekdote aus einem anderen Film, also bei dem Dreh eines anderen Films, auch ein ganz anderes Genre, Starship Troopers. Ich weiß nicht, wem dieser Film was sagt. Ja, ich kenne ihn. Ist so ein ziemlicher Remi-Demi-Science-Fiction-Film aus den, ich sag mal, 90ern, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ich müsste jetzt auch nachschlagen. Und da geht es ja auch am Anfang um so Recruiting für diese für die Starship Troopers. Und da gibt es auch so eine Duschszene, wo die meisten der Hauptdarsteller des Films auch nackt duschen mussten. Und da ist man wohl auch, weil das auch wohl ein bisschen sich pikiert haben, das war ja auch noch ein amerikanischer Film. Ich unterstelle mal, dass der Film mit Emma Thompson möglicherweise eher ein englischer oder britischer oder wie auch immer Film ist. Und die Amerikaner sich mit Nacktszenen den Film ja nochmal eine Nummer schwerer tun als andere. Da ist dann auch der Regisseur, das ist Paul Verhoeven, das ist ein Niederländer, der und auch die Crew ist dann auch nackt darum geturnt, um denen auch so ein bisschen die Lockerheit zu geben während dieser Szene. Also erkenne ich, das ist quasi ein ähnlicher Ansatz, ist jetzt möglicherweise noch mal ein bisschen verschoben, weil die waren jünger und ich glaube, die hatten eher so ein bisschen amerikanische Schamgrenzen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und aber wie gesagt, anderer Zusammenhang. Ja, also hier ergänzend habe ich jetzt gerade noch gefunden, es ist wohl auch ein Stück weit, also ich kann jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen, ob sie schon mal in irgendeiner Form eine Nacktszene hatte, weil auf jeden Fall betont sie schon nochmal, dass es auch die Art dieser Szene auch war, weil sie sagt, die Protagonistin im Film, die betrachtet sich ganz entspannt und unvoreingenommen nackt vom Spiegel und sie sagt von sich selbst, das hätte sie nie gemacht, hätte sie auch so noch in ihrem Leben noch nicht gemacht. Und sie schlägt dann noch so ein bisschen die Brücke zur heutigen Zeit und zu den
unmöglichen Forderungen an die Frauenkörper und sagt nochmal, dass es mit Blick auf weibliche Körperbilder dringend eines Wandels bedürfe. Also das ist dann natürlich jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ja, also es ist jedenfalls, finde ich, irgendwie schon eine besondere Geschichte. Ja. Ja, also ich möchte ganz ehrlich auch nicht da so rumstehen vor so allen möglichen Leuten und mich dann so angucken und dabei noch entspannt sein. Ja. Im Hintergrund versuchen wir einer mit dem Helikopter Luft zuzufächeln. Sowas kann ja auch schnell eskalieren. So. Ja. Thema kaputt, Feierabend. Ja. Bevor wir jetzt Feierabend machen, wir haben die Stunde natürlich schon längst wieder überschritten, versuche ich nochmal gerade eine kleine Sache. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wäre jetzt lustig, aber ist auch nicht abgesprochen. Mal schauen. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, aber jetzt musst du liefern. Nee, ich sehe dir den Mentator, der es war. Ist nicht, es soll ist ich mich jetzt schon ausziehen, oder? Ja, zieht euch was, bitte mal oder? Aus. Ich ja. Versuche hier gerade im Hintergrund. Ganz entspannt angucken einfach. Aber das hätte ich vielleicht das vor. Das kann ja jeder von euch jetzt mal so als Übung mit als Hausaufgabe mit nach Hause nehmen. So das, was die Miss Thompson da gemacht hat, auch mal zu Hause selbst probieren. So wenn gar keiner zuguckt, ob das überhaupt klappt, dann schon in dieser Situation. So vorm Spiegel stehen oder was? Ja, und so ganz entspannt und wohlwollend dich selbst betrachten. Ja. Dazu bräuchte ich erstmal einen Spiegel. Habe ich zum Glück nicht. Sag mal, was hast du da jetzt eigentlich gemacht? Hast du jetzt irgendwie Milch auf dem Herd aufgesetzt und wir sollen gucken, wie es überkocht oder worauf warten? Nein, okay, ich kann es euch ja sagen. Wir müssen es dann verschieben auf die nächste Folge. Ich hätte da vielleicht vorher, wir haben jetzt Freitagabend für alle, die sich vielleicht wundern, wann wir das aufnehmen. Und ich habe gedacht, ich hole ganz spontan, weil wir ja jetzt das hier schon im Videocall machen, den Kollegen Ballermann dazu. Aber der ist wahrscheinlich schon wieder besoffen und flucht sich durch die Gegend. Deswegen müssen wir es ohne seinen Cameo-Auftritt hier beenden. Ja, das ist schade, ne? Bei der 50. Folge wäre es schön gewesen, aber ich glaube, der schießt. Ja, der ist raus. Oder er steht gerade nackt vorm Spiegel, wer weiß. Ja, betrachtet sich ganz ungeniert. Ganz entspannt. Könnte ich mir gut vorstellen. Naja, dann glaube ich, haben wir jetzt auch unsere Jubiläumsfolge gut im Kasten. Und ja, die technischen Herausforderungen bitte ich zu entschuldigen, aber immerhin, uns gibt's noch, wir lassen uns nicht kleinkriegen und ganz ehrlich, Leute, ich freue mich total drauf, wenn A, wieder Sommer ist und diese scheiß Kälte und Dunkelheit weg ist und B, wir wieder mit Bier und allem möglichen Scheiß in dem Bus sitzen und nicht tausend Eventualitäten berücksichtigen müssen. Da freue ich mal drauf, ha? Ja. Okay, die Begeisterung absolut. Ist groß. Also, dann machen wir Schluss schon. Yeah, jetzt also, erstmal schön ins warme Bett legen und noch einen heißen Kakao. Jetzt lehnst du dich aber gerade so zurück, als ob die Mitarbeiterin wieder reingekommen wäre. Ich lehne mich, ich kann mich hier bis 90 Grad, kann ich mich hier schön zurücklehnen. Hm. Ja. Herrlich. Ah. Ich habe übrigens, das wollte ich noch sagen. Ich habe übrigens zu Weihnachten die drei nackte Kanten, Entschuldigung, zu meinem Geburtstag, das war ja, ist ja fast wie Weihnachten, habe ich die komplett Packung nackte Kanone bekommen. Die gucke ich jetzt. Da waren ja, die für den Dreh auch alle nackt. Ja, schöner Pelz. In diesem Sinne, wir sind raus. Komm, tschö. Bis dann. Tschüss.